Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch und ich erkläre meine Bewertung, die ich abgegeben habe zu diesem Fahrzeug. Das ist die Mercedes-Benz B-Klasse. Bin ich gefahren als Diesel, als B220D. Vom Trimlevel oder von der Ausstattungslinie das Sportlichste, was Mercedes anzubieten hat, mit der AMG-Line, gepaart mit dem Night-Paket. Ist auch geil, Night-Paket. Warum denn nicht Nacht-Paket oder Night-Pack? Package, ne? Aber mit dem Nachtpaket sieht man hier unter anderem an den Fenstern, die dann schwarz statt in Chrom bzw. Silber eingefasst sind. Ja, der Wagen, so wie er hier steht, kostet über 63.000 Euro. Als ich den konfiguriert habe, musste ich doch ein bisschen schlucken. Die Einstiegsvariante bei 28.000 Euro, das hört sich ja noch machbar an. Aber eigentlich willst du genau den haben, ne? Hier mit schicki Sitzen, mit dem großen MBUX drinne und schönen Applikationen. Dem Ambient Light, und während du so konfigurierst, ach ja, das hat der Wagen noch und das, beziehungsweise das will ich noch und das, ja, schwuppdiwupp, bist du dann mal eben bei 63.000, wobei sich die 28.000 nicht auf den großen Diesel beziehen, das muss man ja auch noch dazu sagen. Für mich persönlich ist die B-Klasse ein relativ emotionales Auto, für mich persönlich, ne? Also nicht, dass sie an sich ein emotionales Auto ist, weil die B-Klasse, der Vorgänger, der 446, ist das erste Auto, was ich damals als Blogger gefahren bin. Mercedes hatte mich da zur Fahrveranstaltung eingeladen, 2011, da hat das alles angefangen, ne? Also quasi, das war der Grundstein auch für Ausfahrt TV, wobei ich damals nur Fotos gemacht habe und kein Bewegtbild. Aber dennoch habe ich mich sehr gefreut. Ich war sehr traurig, dass ich nicht zur Fahrveranstaltung fahren konnte. Und mittlerweile bin ich sogar der Meinung, dass die B-Klasse für mich persönlich einer der sinnvollsten Mercedes wäre, weil die halt kompakt ist, genug Platz bietet. Ich muss nicht unbedingt Heckantrieb haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, 63.000 hier für den Minivan, da denkst du dann schon, was kann ich denn dafür noch nehmen? Ne? Mein Freund ist ja jetzt C-Klasse eine Weile gefahren. Gibt den jetzt aber ab, C-Klasse T-Modell, und hatte Probleme, eine schöne Ausstattung für 55.000 zu kriegen. Ja, ne? Aber er ist Premium, muss man auch immer sehen. Mercedes ist halt nicht für jedermann, sondern das ist für Premium, für die oberen 10.000. Im Prinzip kannst du dir halt nicht leisten, oder du musst halt warten, bis die gebraucht auf den Markt kommen, und dann werden die ja auch ein bisschen preiswerter. Gut, ja, ich finde sie trotzdem sehr gelungen, die B-Klasse. Und ich finde auch, die B-Klasse hat am meisten profitiert von diesem Gordon-Wagner 2.0-Gedöns. Also der hat ja die ganze Fahrzeugpalette von Mercedes modernisiert, hat er auch super gemacht, finde ich. Und jetzt kommen die zweiten Versionen davon raus. Zweite Version A-Klasse, also in seinem Design, zweite B-Klasse und so weiter. Und da gefallen mir viele Sachen so gar nicht. Zum Beispiel der neue CLS ist ja so, der hat mich nicht wirklich überzeugt. Ich finde die B-Klasse ist aber super. Und die Idee hinter dem Design ist ja jetzt so ein bisschen hot and cool. Wir machen möglichst viele Kanten raus. Wobei wir unten haben wir ja doch noch eine drin gelassen. Aber ich finde, der B-Klasse steht das wirklich gut. Und der B-Klasse steht auch das neue Interior hervorragend, was ich auch sehr mag. Also innen finde ich richtig sexy. Außen finde ich okay. Und ja, gut. Was wollte ich noch sagen? Ja, dann, ich bin den gefahren als Diesel, ne? Und ich denke mal, mittlerweile der deutsche Empörungsbürger wird ein bisschen runtergefahren haben in Sachen Diesel und Betrüger und was nicht auch immer. Und während ich das Auto so gefahren bin, habe ich gedacht, ey Jan, es ist wirklich bitterschade, dass der Diesel jetzt einen schlechten Ruf hat, ne? Weil dieser Wagen kann Euro 6D schon, ne? Nicht 6D Temp, sondern der Motor kann schon 6D wirklich mit AdBlue und so, aber es ist mir vollkommen egal, der ist also auch sauber. Und diese 190 Diesel PS, die machen halt auch wirklich was, ne? Da trittst du aufs Gas, ja sicher, 7,2 Sekunden, das ist jetzt kein Sprinter, oder waren es 7,8? Naja, aber ist auch nicht schlecht, ne? Also du kommst schon vorwärts damit, und gerade auf der Autobahn habe ich mich gewundert, auch was der für ein Überholprestige hat, ne? Schön 200 nach Frankfurt runter und die wusch, wusch, wusch. Na, nicht alle so, aber wenn sie mich haben kommen sehen, sind sie meistens doch rübergegangen. Vielleicht lag es auch an der Tageszeit, ich weiß es nicht.
Ja, aber ich wollte eigentlich zu dem Diesel noch was sagen. Ich bin den jetzt mit 7,8 Litern auf 850 Kilometern gefahren. Das ist natürlich schon ein bisschen was, ne? Muss aber sagen, auf dem Hinweg nach Frankfurt bin ich volle Lotte gefahren, weil ich musste ankommen und ich war ein bisschen spät dran. Auf dem Rückweg hatte ich dann 2/3 der Strecke Regen. Und Stau. Stau war da gar nicht, aber so zähfließender Verkehr. Da bin ich also sehr effizient gefahren, gezwungenermaßen. Und hatte dann einen Verbrauch von 6,3 Litern. Auf dem letzten Drittel habe ich dann wieder Gas gemacht, weil der Regen dann weg war und die Straße auch ein bisschen freier. Bin ich dann bei 7,3 gelandet. Das ist natürlich schon eine Ansage beim Auto, was 5, noch was verbrauchen soll halt, ne? Weiß ich nicht, aber man muss ja auch immer die Fahrweise dazu sehen. Dann sage ich aber, wenn ich einen großen Diesel nehme mit der AMG-Leine, will ich auch ein bisschen sportlicher, dann ist der Wert, glaube ich, gar nicht mal so hanebüchen, sondern wenn du halt ein bisschen schneller unterwegs sein möchtest auch, dann musst du dich an so einen Verbrauch gewöhnen. Ja, gut. Ich glaube, das war schon mal alles, was ich so loswerden wollte. Und eigentlich hat dieses Video ja nur seine Daseinsberechtigung, damit ich euch mein Punktesystem erkläre, also nicht das Punktesystem, sondern warum ich was bewertet habe. Erfüllt der Wagen seinen Anwendungszweck als Familienkutsche, sag ich, jo, 4 von 5 Punkten. Könnte natürlich noch wesentlich familienfreundlicher sein, noch so ein paar Tablets hier und da und dies und das, aber das ist schon alles super. Plus Fatty, in dem Fall ich, hat dann sogar noch mit 190 PS ein bisschen Spaß. Also finde ich, ist schon alles ganz ordentlich. Ja, Aussehen. Ich sagte eben, ich finde, das steht ihm alles ganz gut, der neuen B-Klasse, das Design. Trotzdem ist es ein Van, ne? Und so richtig sexy ist er auch nicht. Felgen mag ich sehr, ne? Aber Aussehen, komm, machen wir es kurz. 3 von 5 Punkten. Ja, es ist ein Mercedes, aber wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen, oder? Gut, Fahreigenschaften, da gebe ich dem Wagen 4 von 5 Punkten. Ich war sehr angetan, ich sagte ja eben schon, nach Frankfurt mehr oder weniger volle Lotte, auch durch die Kasseler Berge durch. Also immer nur da, wo ich durfte, Kinder. Nur da, wo ich durfte. Und da geht's ja hoch, runter und Linkskurve, Rechtskurve schön lang gezogen. Da kannst du den schon fahren. Du solltest zwar bei dem adaptiven Fahrwerk dann tatsächlich in Sport schalten, weil der dann doch noch ein bisschen besser auf der Straße liegt. Aber das kann dir alles, ne? Und du denkst ja so, du hast immer noch verbunden die B-Klasse, so das Opa-Oma-Mobil. Aber du kannst den schon richtig zackig fahren. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und die Fahrleistung vom Motor habe ich ja eben auch schon gelobt. Ich finde, der Motor ist gut. Also das passt alles schon ganz gut zusammen. Wobei, zu dem Fahrwerk komme ich auch gleich nochmal. Aber hier 4 von 5 Punkten. Durchzug, Beschleunigung auch 4 von 5 Punkten. Habe ich auch schon gemerkt auf der Autobahn. Ne? Kommst hinten an, bremst irgendwie ordentlich runter, drängelst natürlich auch nicht und so. Wartest, bis der feine Herr, die feine Dame dann mal nach rechts gefahren ist. Gibst wieder Gas, kommst in Fahrt. Macht ja auch alles problemlos. Also finde ich auch sehr gut. Und somit 4 Punkte. Die Ausstattung bewerte ich mit 5 von 5 Punkten tatsächlich. Klar, der hat jetzt keine Massagefunktion, aber diese Energizing-Funktion der Sitze, die ich im Übrigen auch öfters genutzt habe. Manchmal erschreckt man sich so ein bisschen, weil der Sitz dann so einen Buck macht. Aber das ist wirklich angenehm auf längeren Strecken, wenn du halt fährst, um dich mal so ein bisschen zu entspannen und die ganze Zeit da wie so ein Stein zu sitzen. Er hat jetzt hier keine Sitzbelüftung, wobei ich persönlich die meistens nicht nutze. Aber der hat sonst alles, was man so braucht. Ne? Und das auch sehr schön und gut. Und darum 5 von 5 Punkten. Den kriegt auch der Kofferraum tatsächlich. 5 von 5 Punkten, 445 Liter, finde ich ordentlich. Klar könnte man jetzt sagen, ja, ist ja mehr so ein Wert für einen kompakten. Aber es ist auch ein kompaktes Auto. Ne? Es ist nur mehr die Formsprache, ist Minivan. Und du hast vorne und hinten ein bisschen mehr Platz vielleicht als im kompakten. Aber der Kofferraum muss ja jetzt nicht groß, riesengroß sein. Ich finde, der ist angenehm, weil der nicht verklüftet ist. Du kannst einfach Bier laden, du hast keine Ladekante, also wo du wieder runter musst, das haben sie alles gut gemacht, kannst du vernünftig umklappen, auch hier in 3 Möglichkeiten. Noch schöner wäre natürlich gewesen, du kriegst die Rückbank auch nochmal verschiebbar und dann kannst du da noch ein bisschen mehr variieren vom Kofferraum. Das wäre auch nochmal nett in Sachen Familienfreundlichkeit bei dem Testwagen jetzt gewesen, hat aber nicht gehabt, von daher ist auch egal.
Trotzdem 5 von 5. Zuladung gebe ich 4 von 5 Punkten. Die Zuladung selber ist bombastisch, 535 Liter. Selbst wenn ich den als 5-Sitzer bezeichnen würde, was ich eigentlich ungern mache, weil ich zumindest dreifach nicht auf langen Strecken auf der Rücksitzbank sitzen könnte. Aber selbst tun wir mal so, ich könnte das, dann hätten wir hier immer noch 100 Kilogramm pro Person und das finde ich wirklich sehr, sehr ordentlich. Was in Punkt Abzug gibt, ist die Anhängelast von gerade mal 1,6 Tonnen. Ja, ich weiß, für Gartenabfälle reicht das und von daher passt es auch und ein Fahrrad draufladen geht auch. Aber ich denke dann immer, also 2 Tonnen willst du eigentlich schon haben, ne? Ja, geht halt nicht, aber ist halt so, weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich auch eine beschissene Begründung. Sollte ich nicht sagen, beschissen, ne? Aber trotzdem, 1,6 Tonnen finde ich halt, ist mir persönlich zu wenig. Darum gibt es einen Punkt Abzug. Jan-Faktor, da bin ich ganz neutral, auch wenn es ein Daimler ist. 3 von 5 Punkten. Finde ich gut, das Auto. Aber ist jetzt auch nicht so, kaufe ich mir nächste Woche. Oder spare ich schon mal oder konfiguriere ich hoch und runter. Oder zieht mir in irgendeiner Weise die Schuhe vollkommen aus. Muss man mal ehrlich sein. Ja, Effizienz, da habe ich hier noch 4 von 5 Punkten stehen, halte ich aber mittlerweile für Unsinn, muss ich nochmal ändern, in 3 Punkte, weil der Nefts liegt bei 4,5 Litern. Ich bin gefahren, zaghaft dann bei 6,3 Liter, sind immer noch 2 über dem Nefts, also fast 50% drauf, nicht ganz, aber so in die Richtung. Und jetzt im kompletten Mittel habe ich ihn bei 7,8 Litern bewegt. Das ist fast das Doppelte. Also nicht ganz, aber schon, das geht in die Richtung. Und auch wenn ich da ein bisschen zügiger zwischendurch gefahren bin, ja, weiß ich nicht. 3 Punkte, nicht 4, auf keinen Fall 4. Gut, Fahrkomfort, Sitze, Fahrwerk. Die Sitze finde ich wirklich Bombe, die sind klasse, auch gerade mit dieser Funktion, was ich eben sagte, die Sitzheizung ist ein Träumchen. Der Fahrkomfort der Sitze ist wirklich ohne Frage 5 Punkte wert, aber das Fahrwerk kommt noch dazu. Wir haben hier schon das adaptive Fahrwerk. Das kann ich umschalten zwischen Sport und Komfort. Also, was haben wir hier, eine B-Klasse? Es gibt ja Autos, die sind sportlich ausgelegt, per se schon, also ein sportliches Auto. Wenn du da eine Abstufung zwischen Sport und Komfort hast, weiß ich, dass Komfort eher sportlich ist, ne? Ist ja ganz normal, weil ganz so spreizen zwischen hier Luftfederung und dann nachher Brett hart, das können sie ja eh nicht. Das kriegen sie nicht hin. Aber sie können es ja verschieben und sagen, entweder mehr sportlich oder mehr komfortabel. Von so einer B-Klasse erwarte ich eigentlich, dass sie hochkomfortabel ausgelegt ist und wenn ich hier auf Sport stelle, dass sich das Fahrwerk ein bisschen verhärtet und ich die eine oder andere Kurve mal ein bisschen sportlicher nehmen kann. Und das ist mir vollkommen egal, ob die das AMG-Line drin hat oder nicht. Es geht ja um das Auto an sich, das ist ein Minivan. Das soll mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich finde, das Fahrwerk ist eher andersrum abgestimmt. Das ist sportlich abgestimmt. Und ja, das finde ich irgendwie, finde ich sehr bedauerlich. Und somit gibt es für mich wirklich nur 3 Punkte zu vergeben, trotz der super Sitze. Aber das Fahrwerk, es ist jetzt nicht grottenschlecht. Also versteht mich nicht falsch. Ich spreche ja auch im Fahreindruck ein. Und ihr seht es ja auch. Also es ist jetzt beileibe kein unkomfortables Fahrwerk. Aber gerade vom Mercedes in der Preisklasse, ne, das muss man dann ja auch wieder sehen, erwarte ich da schon so ein bisschen mehr Zauberei als, ja, besser ging's nicht, ne? Das Beste oder nicht, danach wird hier auch bewertet. Dann kommen wir zum Punkt Ergonomie. Wie kann ich hier alles bedienen? Ich hatte es ja eben schon gesagt mit dem MBUX. Das habe ich in meinem Fazit zum Review gerade eingesprochen. Ich finde das MBUX einfach klasse. Das ist ein super System. Am Anfang sitzt du davor und denkst so, was? Ne? Wie dick ist denn die Betriebsanleitung, nur dass ich das blöde Ding verstehe? Aber wenn du mal wenigstens so ein bisschen drum rumspielst, dann merkst du halt, was nicht alles geht. Und es ist natürlich verwirrend. Du hast den Touchbildschirm, du hast dieses Touchpedal am Lenkrad, du hast nochmal das große Touchfeld unten. Du weißt ja gar nicht, wo du hinfassen sollst. Aber der Trick ist, du kannst halt mit jedem alles machen und das ist schon ganz angenehm. Im Stand mal eben auf den Bildschirm tippen, finde ich sehr angenehm. Beim Fahren dann halt eher über das Ding am Lenkrad. Oder wenn du dann Stadt unterwegs bist, kannst dann auch das Touchpad nutzen, weil das ein bisschen einfacher ist. Dazu noch MBUX, ne? Hey Mercedes, mach mir die Sitzheizung an. Hatte ich auch so ein Ding, als ich die ersten Meter gefahren bin, habe ich nämlich genau das gesagt. Hey Mercedes, mach mal die Sitzheizung an. Ja, ich mach die Sitzheizung an, hier schön an. Und dann denke ich so, ja, Jan, aber du hättest auch wirklich einmal einen Knopf drücken können, ne?
Und dann denke ich immer an Wall-E hier, den Pixar-Film, wo wir Menschen dann immer dicker werden, weil wir gar nichts mehr selber machen. Ne? Und wenn das Auto jetzt schon das Knöpfedrücken für dich, Entschuldigung, übernimmt, ja, grenzwertig. Aber sonst finde ich das klasse, wobei man auch sagen muss, du musst immer die Abstufung machen. Das System selber kann schon einiges, braucht aber immer die Datenverbindung. Ne? Und wenn du hier schön in Edgeland unterwegs bist oder im Ausland und das nicht gedeckelt, wobei ich glaube, das ist sogar so, im Ausland hast du ja eh überall besseren Empfang als bei uns. Aber wenn du jetzt in so einer strukturschwächeren Region bist, wo du gar nichts hast oder nur Edge oder so, ja, dann kannst du Mercedes bitten, sonst was zu tun, das kriegt die nicht hin, weil sie es nicht analysiert kriegt. Da musst du schon wieder die sehr exakten Kommandos sagen, damit sie weiß, was du willst. Aber sonst ist das natürlich eine feine Sache. Und auch sonst, die Bedienung im Auto finde ich sehr einfach. Das Einzige, was bei Mercedes mich mittlerweile auch wahnsinnig macht, weil ich die gar nicht mehr so oft fahre gerade, ist der Schalter von der Automatik. Setze ich ins nächste Auto, willst irgendwie losfahren, machst erstmal einen Scheibenwischer an. Es passiert mir immer wieder. Ja, Ike hat gut gelacht. Bin neulich also im Anschluss mit dem quasi zum Flughafen und ausgestiegen, BMW gefahren, will losfahren, Scheibenwischer angemacht, hahaha, sehr lustig. Aber nein, das, vom Prinzip her ist das schon alles super und darum auch 4 Punkte. Assistenzsysteme, da gebe ich 5 von 5 Punkten, also Höchstpunktzahl. Das ist alles da, was du brauchst, alles funktioniert hervorragend. Ich habe nichts zu meckern da, nichts. Und ganz im Ernst, ich finde mittlerweile, haltet euch fest, ich finde mittlerweile auch die Funktion geil, dass der Tempolimit sofort auf den Tempomaten übernimmt. Das kannst du ja noch abschalten, bald soll es ja irgendwie, ne, so ein Muss werden. Aber ich finde das angenehm, gerade wenn du irgendwie, ich will jetzt nicht sagen telefonierst, aber du bist so ein bisschen Gedanken verloren beim Fahren auf der Autobahn und siehst dann so ein blödes 120-Schild mal nicht. Denkst du, hä, was ist los? Und dann siehst du Tempomat 120, Tempolimit 120. Ja, hat er für dich geregelt. Finde ich auch ganz praktisch. Wall-E, ne? Machst nichts mehr selber. Aber wirklich 5 von 5 Punkten, weil da gibt's nichts. Ja, es gibt eine Sache, aber A, kannst du es abstellen und B, finde ich es auch gar nicht so schlecht. Ja, ich bin so hin und her gerissen. Der hat da so eine Funktion, wenn du die Spur verlässt, so einen Spurverlassenswarner hatte. Mir ist es 2-3 Mal passiert. Und jedes Mal war der Schreck wieder genauso groß. Ich fahre halt, überlege. Ich bin ja immer viel am Überlegen. Ne? Und dann bin ich so ein bisschen über die Spur gekommen. Und dann macht das Auto so Ruck quasi. Also so fühlt es sich zumindest an. Ne? So, wow. Und setzt sich wieder in die Spur rein. Und ich denke so, Hölle, was ist passiert? Ne? So irgendwie das Auto im Schleudern. Ich mach doch hier gar nichts, was ist denn los? Ja, nur weil du die blöde Spur überfahren hast. Und ja, auch keine Sorge, das macht er dann nicht mal 250 auf der linken Spur. Kann er auch gar nicht. Nein, aber 200 auf der linken Spur macht das nicht. Sondern eher bei niedrigen Geschwindigkeiten. Aber ein paar Mal habe ich mich da echt erschreckt. Und auch immer wieder, ne, weil ich es überhaupt nicht fassen konnte, was er da macht. Ja, das ist so eine Sache. Aber am Ende, du kannst es ausschalten und ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil gerade wenn du die Spur verlässt, was hilft es mir denn dann, wenn irgendwo was macht, ne? Im Zweifel nehme ich es gar nicht wahr, weil ich hier am Metallica hören bin. Oder so ein Wobbern im Lenkrad oder so. Kann man alles machen, aber dann so ein Regelsystem, ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, Bedienung, Infotainment-System, man möge denken, ich gebe jetzt wirklich 5 von 5 Punkten, ich gebe aber nur 4, weil das System trotzdem ganz schön verspielt ist. Und 5 von 5, das müsste ja das Beste sein, ne? Das Beste dann. Und ich persönlich finde zum Beispiel das BMW-System immer noch besser als das Mercedes-System. Das ist schöner hier, das ist verspielter, das ist kuschelig, ne? Das hat so Funktionen, die finde ich richtig süß. Habe ich jetzt auch erst entdeckt, kurz bevor ich das Review eingesprochen habe. Du kannst dann so die so eine Umgebung schaffen, wo du sagst, Ambient Light grün, Tacho auf Sport, Fahrwerk auf das. Also die ganzen Einstellungen kannst du quasi in so einem Mood abspeichern. Ist schon süß, ne? Braucht kein Mensch, aber wenn du es kannst, machst du es vielleicht auch. Oder auch nicht. Oder du konfigurierst hier 50 Welten und nutzt sie nicht einmal oder danach nicht mehr. Aber von der Sache her, es ist halt schon sehr verspielt. Und manchmal würde ich es mir noch ein bisschen geradliniger wünschen. Und manche Menüs verstehe ich auch nicht, warum die dann da sind. Und so manche Einstellungen möchte ich einfach präsenter haben. Und das mag an meinem hohen Alter mittlerweile liegen. Aber so eine Baumstruktur, ne, ganz im Ernst, so eine Baumstruktur finde ich gar nicht so unsexy.
Das ist ja im Prinzip auch nichts anderes, aber ne, hier mit noch so einem Blümchen und da noch, weiß ich nicht. Also ein Punkt Abzug, nichtsdestotrotz. Dann haben wir hier das Burmester Premium Soundsystem drin. Drei Optionen gibt es, das ist die höchste. Und in der Mercedes-Benz E-Klasse, das Burmester-System, ist ja quasi mein Referenzsystem. Das ist eins von drei, vier Systemen, was wirklich 5 Punkte bekommen kann. Das hier ist schon ganz ordentlich. Für einen kompakten, richtig ordentlich, ein schönes Volumen, differenzierten Sound. Und was sie da mit Burmester, mit den DSPs machen, heißen die so Digital Sound Processor? Ja, das ist schon wirklich sehr ordentlich. Auch ein schön warmes Bild und so. Mir gefällt der Klang wirklich gut. Aber das kommt bei Weitem dann nicht an die E-Klasse ran. Das ist aber ordentlich und ich würde es auf jeden Fall nehmen. Also wenn ihr hier zuguckt, weil ihr euch tatsächlich eine B-Klasse kaufen wollt, an dem Burmester-System würde ich persönlich nicht knausern wollen. Wenn es budgettechnisch sich irgendwie machen lässt. Würde ich eher Stahlfelgen fahren, als hier nicht Burmester, glaube ich. Gut, 4 Punkte hatte ich gesagt, ne? Dann sind wir schon bei der Familie, schon ist auch gut, 20 Minuten später, Airbag vorne abschaltbar, gebe ich 3 Punkte und da habe ich auch wirklich hin und her überlegt, wie ich das mache, weil der Beifahrersitz hat eine automatische Kindersitzerkennung. Ist klar, ne? Ich weiß nicht, wie die funktioniert und das wäre auch mal so ein Clip wert, wie dann so eine automatische Kindersitzerkennung funktioniert. Und ich habe jetzt auch keinen Kindersitz eingebaut, gebe ich zu. Aber warum denn nicht einen Schalter? Schalter kannst du umlegen, kannst du sagen, Airbag aus, Airbag an. Kann ja auch mal einen anderen Grund haben, dass du den Airbag nicht zünden willst, falls du die Karre irgendwo gegenfährst oder so. Also den Beifahrer-Airbag, weil du ein Aquarium drin hast. Oder was? Ist vollkommen egal. So ein Schalter finde ich praktisch. So eine automatische Erkennung, sehe ich mich immer nur, baust einen Sitz ein, alles tutti, machst die Zündung an. Also allein, dass du hier rumlehr alles, ne, setzt Zündung, hat er nicht erkannt. Scheiße, was hast du denn falsch gemacht? Nochmal gucken, ja, das ist richtig, das ist richtig. Ah, hier, das. Nee, Schalter umdrehen, Airbag aus, fertig Maus, ne? Also das finde ich schon ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, jetzt schmolzt er, ne? Kann ich auch nichts für, musst du durch. Ich weiß es nicht. Also mag ja auch sein, dass das Turbo funktioniert. Also falls jemand von euch die neue B-Klasse fährt und regelmäßig einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz hat, ich würde mich sehr, sehr über einen Kommentar freuen, über eine Stellungnahme, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Ich bin da erstmal grundsätzlich skeptisch. Mercedes macht ja eigentlich immer ordentliche Sachen, aber das ist so eine Sache, ich verstehe nicht, warum man da nicht einen Schalter macht. Also ein Schalter macht für mich wesentlich mehr Sinn und ich verstehe auch nicht, diese Leute, also die vielen Hersteller, die jetzt mit so einem schicken Funkschlüssel, ne, guck mal, so sexy ist der Schlüssel und dann willst du den abschalten und musst aus dem Schlüssel ein Bad rausfummeln. Warum denn nicht einfach einen normalen Schalter? Du hast 1000 Warnleuchten, die dir sagen, dass das Ding nicht an ist, ne? Also, na gut, komm, da werde ich immer ausfallen. Jedenfalls gibt's 3 von 5 Punkten, weil ich traue dem Ganzen nicht. Ein Klemmschutzfenster hinten, 5 von 5 Punkten, funktioniert ordentlich. Auch die Heckklappe lässt sich ordentlich machen. Hier übrigens heute Mercedes-Benz Fahrsicherheitstraining, ne? War schon den ganzen Tag, der Kollege räumt gerade ein. Also hinten die Heckklappe auch geschützt, 5 von 5 Punkten, alles gut. Praktische Elemente für die Familie, 4 von 5. Es wäre noch mehr gegangen, aber es ist hinten schon ziemlich komplett. Nehmen wir mal die Fenster raus, du hast da Netze, du hast USB-Anschlüsse, du hast einen richtigen Stromanschluss, eine vernünftige Armlehne, da hast du Becherhalter drin, du hast Leseleuchten außen, ist schon ordentlich, kann ich meckern. Ja, Entschuldigung, das war's dann auch. Das soll's gewesen sein hier zur Mercedes-Benz B-Klasse. Und ja, Fragen, Anregungen, Daumen nach oben, sehr gerne. Ich verabschiede mich jetzt von euch wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.